Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien und mit Alexander den Großen 2.0. Wir haben hier oben ein bisschen Stress, also wir haben von... Entschuldigung. Wir haben gerade eine Armee von Atropatene besiegt. Die sind wieder weg. Und jetzt sind Armenien da. Also die da sind kein Problem. Axtkämpfer, die haben Fernkampf, ne? Ne, die haben keinen Fernkampf. Die auch nicht? Ha, okay. Genau, aber die reichen ja schon. So, jetzt muss ich... Also nächste Runde wird er wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob diese oder nächste. Parthien. Aber Parthien wird auch super heftig. Alter, der hat halt die, hey, über die Hälfte der Armee ist halt Fernkampf. Hier auch. Alter. Und vor allen Dingen die berittene Kavallerie ist halt bisschen ärgerlich. Bisschen ärgerlich. Oh, ich will die nicht angreifen. Weil sie eine Frau ist. Ja. So. Gut, öffentliche Ordnung ist da gerade stabil. Hier ist sie wieder stabil. Hier geht's auch. Super, dann würde ich sagen, Alexander Stolz bekommt noch was. Ha, ich bin so stolz auf dich. Nee, das ist ja blöd. Motivieren, sammeln. 10 Moral für die Einheiten des Kommandanten. Also ist sehr schön, aber ich mache den da. Dann weiter geht's. So, wir müssen jetzt Ägypten. Was? Wow. 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 Rom ist da. Tobi. Pay attention to the Romans. Eieiei. Aber ich glaube, wir können sehr gut welche mitnehmen. Ja, ich kann seinen Schniepel sehen. Das Problem ist nur, wenn er das bekommt, was er ziemlich sicher tut, weil die einzige gute Einheit ist halt meine Pikinier-Einheit. Und seine... Warte. Ah, aber ich habe Bogenschützen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Die Frage ist, wo stelle ich mich auf? Wo kommt der? Eigentlich müsste er ja von da kommen. Nee, hä? Doch, eigentlich von ja, dann hat er sich hier. Ja, ist auch egal. Ja, mega, mega. So. Also hier aufstellen ist, glaube ich, nicht ganz so reizend. Ich glaube, ich stelle mich mal hier auf. Ich könnte mich auch ein bisschen zurück. Warte, ich lasse die mal da. Ich muss da immer an Feuerwehr denken. Nee, das ist nicht gut. Wir brauchen Platz. Wir brauchen Platz. Das Problem ist ja, wenn wir uns so breitbeinig aufstellen. Also ich bräuchte noch zwei Einheiten. Ah, wir haben ja den Mob. Genau. Nee, das ist Schwachsinn. Wir könnten uns aber hier aufstellen. Aber dann kann er von der Seite reinschießen.
Wir könnten uns. Entschuldigung, gerade dauert es etwas länger. Er will auf jeden Fall hier hin. Wir könnten uns hier aufstellen. Entschuldigung. Hier aufstellen. Hier. Und der passe auf den Bobbes von meinen Fernkämpfern auf. Ah, wie lieb. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ah, von da hinten. Okay. Das ist gut. Diese Bürgerwehr, da, ich weiß nicht warum, aber ich denke da immer an Feuerwehr. Bürgerwehr! Bürgerwehr! Blablabla. Entschuldigung. Ich bitte dies zu entschuldigen. So, ich tue die da weiter vor, weil die schießen in den flachen Bogen und die Bogenschützen können in hohen Bogen schießen. Soll ich ja mach mal vorspulen, bis die, Entschuldigung, bis seine Armee angekommen ist. Die armen Pferde. Vor allem, das ist Auxiliarkavallerie. Und der stellt die einfach so dahin. Naja. Aber ich habe sehr viel Munition. Das ist schon mal gut. Die ist einmal also lieber die da schießen lassen, weil die Durchschlagskraft von den Bogen brauchen wir für später noch. Für die Legionäre. Okay, aber das ist nicht gut, was er gerade macht. Er umrundet mich. Unser General wird angegriffen. Hä, woher denn? Vor allem, er stellt sich halt da noch so schön mit dem Rücken zu uns, also. Dankeschön. Der ist ein bisschen parteiisch, der. Also, ich habe auch den General von denen gekauft. Also, der lässt halt seine Einheiten jetzt da sterben. Also, es sind ja eh keine Römer, das sind ja so. Ja, Römer sind schon krasse Rassisten gewesen. Ah, ihr dürft wieder schießen.
Komm, macht sie platt. Alter, jetzt schon? Das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut. Komm schon. Sehr gut. Sehr gut. So, ihr geht jetzt zurück. Lasst unseren General ran. Könnt ihr da schießen? Ah, nee. Ja, das ist nicht ganz so gut. Warte, ich schieße lieber auf die, weil, wie gesagt, die Wurfding von den Steinschleuderern ist halt so flach. Die Feuerwehr muss noch da. Die gehen jetzt schnell noch da. Der Mob geht schnell noch da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Die gehen nach hinten. Die rennen weg, das ist super. Superb. Gehen die mal nach da. Die gehen nach da, die gehen nach da. Schön in den Rücken. Der schöne Rücken kann entzücken. Entschuldigung. Ich schäme mich. Der General ist. Ja, ja, doch, doch. Läuft. Ich weiß nicht warum, aber er schenkt mir halt wirklich den Sieg. Also ja, noch ist der Sieg nicht gewiss, weil diese Flanke ist schon ziemlich kaputt. Ja, jetzt kommen die Triari, die sind auch ziemlich. Okay. Oh, jetzt. Jetzt kommen die. Ja, okay. Wenn die hier reinkommen, habe ich verloren. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ach komm, der war doch schon am Wanken, die Wanken. Der bangt jetzt auch. Ja, okay, der hat nur noch 19. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff.
Jetzt fangen die auch. Ah, das ist nicht gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Boah, schöne Salbe, schöne Salbe. So, und jetzt kommt der schnell hinterher. Ah, verdammt. Jetzt umkreist er mich. So, aber sie haben heldenhaft gekämpft. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, einmal bitte Brandpfeile rein. Komm, ein Schuss. Ja, wahrscheinlich habe ich eher mir geschadet als ihn. Fast eingetroffen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Bogenschützen, wir nachgehen. Oh, den bekommt ihr noch. Den bekommt ihr noch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Oh, war ziemlich cool. Also, eine unserer Einheiten hat die gesamte Munition verbraucht. Wir haben auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Der hat halt 400 gekillt und der 300. Uiuiuiui. Ja, das war heftig. Das Entschuldigung. Ja, der war auch ganz in Ordnung. Dass der so wenig geht. Ja, das war der. Ja, und der hat, glaube ich, die Hauptding aufgehalten. Die Hauptstreitmacht. Jetzt muss ich halt dringend zu Hause eine Armee aufbauen. Ah, der Spartaner war hier überall. Seht ihr das, was ich sehe? Da oben. Ich glaube, die Folge wird OBS. Hallo. Geht's dir gut? Jetzt, oder? OBS war so schockiert, dass der mich jetzt angreift. Dass er gleich mal abkackt. Gut. Dann hauen wir den mal in die Tonne. Er sagt, dass wir verlieren. Ich sage, wir gewinnen easy. Das ist sowas von easy. Wir bunkern uns ein und fertig. Es wird halt wieder ein bisschen complicated. Ne, wird's gar nicht. Ich stelle mich einfach einmal schön. Ihr kennt das ja. Einmal schön hier auf. Ich mache es jetzt aber ein bisschen anders. Pieken, pieken. Pieken, pieken.
Achso, das sind Hopliten. Warte mal. Hopliten kommen aber hier hin. Egal, dann ist halt einmal Hopliten und einmal Pikiniere. So. Ich mach, glaube ich, den Haupt. Ich mach wirklich den. Warte, nee. Ich mach zwei da oben hin. Und die restlichen hier. Oh, hier sind auch noch welche. Kann ich von hier schießen? Ich wette nicht, aber ich probier's mal, weil es lustig ist. Warte mal. Die da. Oh, ich hab sogar noch einmal Pikiniere. Dann kommt ihr beide mal dahin. Du kommst mal weg. So, ihr beiden kommt mal dahin. Dann habe ich noch die da. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Wobei, nee, der kommt erstmal hier hin, weil da können die besser schießen. Und die beiden. Ja, was mache ich mit denen? Die bleiben mal hier. Und die Reiterei reitet mal hier hin. So. Fertig. Sie können kommen. So, und ihr bitte schön schießen. Oder stört euch die Hecke? Ja, die hatten schon eine Hecke. So. Aber jetzt mit in der Steinschleudereinheit hier rein und von oben, also da sollte doch was zu machen sein hier. Das Gefährliche ist halt eigentlich wirklich in einer offenen Feldschlacht sind die halt richtig gut. Könnt ihr schießen? Ja, die können schießen. Yeah. Super. Und die können auch schießen. Yay. Das ist doch. Hallo. Besser geht's nicht. Ich hock mich mal kurz hier auf das Dach und schau zu. Das ist schon krass. Ich gehe mal hier auf den Balkon. Ups. Schießen alle nach da drüben. Ne? Alter. Überall halt die Steine, ne? Ja, also es läuft ganz gut. So, hier kommt noch jemand? Nee, das ist es schon. Und der sagt, dass ich keine Chance habe. Naja, ich weiß ja nicht. Weil hier, der hat die schon sehr gut dezimiert, muss ich zugeben. Das muss ich zugeben. Schon wieder, er hat die da fast bis zur Hälfte dezimiert. Hier hat er 20 genommen, hier hat er 30 genommen, hier hat er ein paar genommen. Aber wenn er komplett alle da drauf, also auf diese Einheit gemacht hätte, wäre die weg und die weg. Warum? Weil die Schüsse dann zentriert sind und mehr treffen. Das ist ja logisch.
Ich habe doch extra geschaut, ob die Axtkämpfer. Die Axtkämpfer haben jetzt von denen. Darf ich sehen? Ja, gut, 20 gekillt. Ist halt auch echt heftig. Okay, der kann nicht angreifen. Dann gehst du mal da hin. Der galoppiert mal dahin, weil da brauchen die ein bisschen mehr. Unterstützung. Würde ich mal. Meine. Puh, die werden auch ziemlich auseinandergenommen. Wir sind, glaube ich, gerade nicht, auf wen sie zielen sollen. Nein, du gehst nicht. Das ist doch alles viel, viel besser. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, natürlich tut sie das. So. Jetzt aber nicht verfolgen. Nicht verfolgen. Mal aggressiv runter. Kämpft ihr gerade nicht? So, schön Kessel bauen. Und dann können wir eine Suppe machen. Ah, ich baue mal hier oben einen Kessel. Unser General wird angegriffen. Der gewinnt. Ja, wir können gleich einen Kataphrakte, die könnten meinen doch sehr gefährlich werden. Weil Trampeln nützt denen nichts, wenn sie nicht angreifen. So. Das ist doch sehr schön. Ich würde sagen, mein General geht raus, weil wir kennen ja alle mein Glück mit den. Echt jetzt? Mit der Kavallerie.
Also beziehungsweise mit den Generälen immer. So kurz vorm Schluss, ja, stirbt er noch. Auch wenn der andere eigentlich keine Einheiten mehr hat. Der feindliche General! So, das war die Gegner. Sehr schön. Wer war Highscore? 160. Ja, das Ganze in Ordnung. Ah, die Fernkämpfer haben wirklich Dampf gemacht. Hier 10, 30, 30, 30. Wenn die alle auf eine Pikiniereinheit gegangen wären, wäre sie tot gewesen und dann. Ja, hätte ich ja ein bisschen mehr Probleme gehabt, aber halt nicht wirklich. Aber trotzdem, das wäre schwieriger gewesen als das, was er jetzt gemacht hat. Da hat halt jeder ein bisschen was verloren, aber niemand hat ganz verloren. Ihr wisst, was ich meine. Und es ist schon wieder 30 Minuten. Ich würde sagen, wir... Ja. Ja, da brauche ich nicht spielen. Das erobere ich gleich zurück. Ja, wobei jetzt ist Rom vor meiner Tür. Ja, das ist ist nicht ganz so gut. Also, der drückt mir ein bisschen zu viel. So. Umsturz, gut. Warte mal. Jetzt muss ich mal einmal kurz schauen. Die Arena sind hier, aber hier sind wieder... Ja, das verstehe wer will, ne? Wieso sind Arena hier? Und Arena sind da und da. Und Massilia ist da und da. Ja, okay. Das ist sehr, sehr verrückt. Gut, was ist... mit Athen los, hä? Was ist mit Sparta los? Die waren hier so riesig. Jetzt ist Rom ziemlich groß. Okay, warte. Ah. Vermächtnis wieder aufstellen? Kann ich nicht, na gut. Nicht aufstellen. Armee aufstellen. Feldtasten, ja, Feldtasten sind halt, ja. Ja, ich mache die Kavallerie. So. So, oh, schon wieder kein Geld. Jetzt kann ich ja meine Flotte benutzen. Und jetzt kann ich endlich mal die Folge Schluss machen, bevor ich jetzt noch weiter quake. So, also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und der ist jetzt, glaube ich, auf dem Weg nach da. Und sobald ich mit denen weggehe, kommt der. Und ja, mit denen muss ich jetzt nach da. Ja, mit denen gehe ich nach da, aber dann... So, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.